Willkommen zurück in der Hölle. Nein, nicht ganz, aber willkommen zurück beim Bogenschießen und Zelda Majora's Mask. Das von mir am meisten gefürchtete Minispiel. Und das gibt's gleich zweimal. Ja, aber was soll's. Wir haben es im letzten Part schon fast geschafft, aber alle guten Dinge sind drei, nicht wahr? Also deshalb nochmal die ganzen Octoroks hier abknallen. Sehr schön. Sehr schön. Das fängt ja schon mal gut an. Boah. Gerade hat er nicht so richtig registriert, dass ich B losgelassen habe. Boah. So, jetzt kommt hier einer. So, jetzt kommt das Assoziatste von allen. Ja! So, jetzt bloß nicht nachlassen. Unglaublich, das war perfekt. Versprochen ist versprochen. Da hast du deinen Gewinn. Boah. Ich weiß, das ist crazy, was ich hier gerade abziehe. Also ich meine nicht das beim Bogenschießen, sondern das. Aber oh. Okay, ganz ruhig. Ich hab's hinter mir. Für immer und ewig. Und wenn sich jetzt das Spiel oder die Aufnahme anhängt. Boah. Nee. Also nur mal, um das klarzustellen, fürs Erste reicht's mir mit Bogenschießen, aber es geht hier leider gleich in den Sümpfen weiter. Aber das von gerade. Ich hab's auf dem N64 gezockt, Leute, und oh, da saß ich lange dran. Echt, das saß ich ewig lange dran. Zwei Tage lang habe ich mit diesem Herz da verbracht. Und hier habe ich die Aufnahme gestartet und First Strike geschafft. Und ich habe am Ende gedacht, nee Junge, jetzt hast du es verkackt. Und nein, ich habe es wieder rausgeholt. Und dann, oh, ja, jetzt. Aber trotzdem, könnte ich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, das hinter mir zu haben. Naja, vielleicht schon, wenn ihr das Spiel selber gespielt habt. Aber. Also deshalb ziehe ich immer noch meinen Hut vor mir. Für jeden, der das geschafft hat. Und ihr könnt mir da auch gerne Videoantworten schicken, wo ihr mir eure Version davon zeigt. Das war gerade das. Wurde weggestoßen. Aber wie gesagt, nur zu diesem Bogenschießen. Also ich will nichts in der Sumpfschießbude sehen, ich will bloß das in Unruhstadt sehen. Und zwar mit Perfekt. Es ist mir scheißegal, wie ihr es angestellt habt. Hauptsache ohne Cheats und irgendwelche Save-States zwischendrin. Aber, ja. Ja, jetzt müssen wir das hier noch machen. Okay, Digga. Dann lass mich mal spielen. Wow, Headset verrutscht, aber ich zitter am ganzen Leib. Okay, das schaffen wir jetzt mit links. Das ist Dreck dagegen, was ich hinter mir habe. Typen hätte ich noch erwischen können.
aber scheiß drauf. Oh, fast hätte ich den hinten noch geschafft. Ist ja auch egal. Wow. Hallo, kommst du mal raus? Danke. So. Ist noch einer? So, sehr schön. Er darf nicht entkommen. Sehr schön. Und wieder ein Perfekt. Woo! So. Wie, es reicht nicht aus. Das kann man so lassen. Perfekt. Da hast du, Kleine. Ja! Woo! Ich hab's hinter mir. Ja, ich weiß schon. Bogenschießen hinter mir. Ich habe alle Köcher und habe alle Herzteile. Könnt ihr euch vorstellen, wie überdimensional glücklich ich bin? Aber jetzt kann ich das Spiel und das Let's Play endlich mal so richtig genießen und von nichts mehr Schiss haben, ey. Naja, gut, es gibt schon noch so eine Sache, da habe ich etwas Mut davor. Aber ich freue mich jetzt mehr denn je auf die Dungeons und alles. Alles ist super und und ich durfte gerade wieder auf normal umschalten. Ja, aber jetzt machen wir mit dem Spielcenter weiter. Und ja, jetzt kann ich mich sogar mal drauf freuen. Etwas. So, jetzt haben wir auch viele Herzteile in Unruhstadt. Nur um das mal so klarzustellen. Ja, so. Reisen wir zum zweiten Tag, damit die ihr Spiel ändern. Und das am zweiten Tag ist erheblich einfacher als das am ersten. Also da werde ich schneller sein als am ersten. Und ja, wünsche mir einfach Glück. So, und ich weiß, ich bin in den letzten Parts echt sowas von ausgerastet, nur weil ich diese Bogenspiele geschafft habe, aber ich bin halt glücklich drüber und das müsst ihr bitte so akzeptieren. Und wie gesagt, ich nehme gerne der Videoantworten entgegen, aber ich habe ja bereits gesagt, welche ich entgegennehme und welche ich ignoriere. So. So. Ich hätte die Hasen mal abnehmen können, ja. Aber okay, lassen wir das. Ja, die labern wieder ihr selbes Zeug. Bloß dieses Mal wird Basketbomben gespielt. Was für ein komisches Spiel, ich weiß. So. Ja, ich weiß, ich darf nicht runterfallen. Und dieses Mal müssen wir in diese Körbe reinwerfen. Also keine Zielscheiben. Nein, nein, nein. Ich kann die Hasen noch nicht abnehmen. Ich bin begeistert. So. Weil mit Hasenohren ist es ziemlich schwierig. Und es ist noch schwieriger, wenn es dabei laggt. Das war zu früh. Ja, das hat noch gereicht. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Nein! Oh, deshalb, deshalb sage ich ja, Hasenohren nicht anziehen. Ansonsten passiert halt sowas. Ich weiß, ihr habt mich gewarnt, aber ich habe immer noch Geld. Ja, 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 ich weiß. So, nochmal. So. Okay, das hat noch gereicht. Aber wie im ersten Minispiel wird halt hier auch wieder die Plattform schneller, je nachdem, wie weit man voranschreitet. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah!
Und wieder ein Perfekt. Aber ihr seht schon, tausendmal einfacher als das mit den Grabbelminen. So, das dritte ist am einfachsten. Auch wenn man es bei mir nicht glauben wird. Aber ich sag's halt einfach mal. So, wieder 50 Rubine. Und jetzt... Ja, ich weiß, ich bin nervtötend. So. So. Boah. Und ich hatte gerade so Schiss, dass ich das Spiel aufhänge. Aber dem war ja glücklicherweise nicht so. So, jetzt reisen wir zur zweiten Nacht. Und dann zur dritten... nicht zur dritten Nacht. Zum dritten Tag. Und dann beenden wir ein für alle Mal diesen Terror. Und dann könnt ihr euch auf eine Fortsetzung der Story freuen. Juhu. Ich weiß. So. Dritter Tag. Ja, letzter Tag. 24 Stunden. Ist mir egal. So, jetzt braucht man den Bogen. Ja, den Bogen. Mein Lieblingsitem. So. Denn jetzt muss man diese ganzen Zielschneiben. Zielschneiben. Genau. Zielschneiben. Abknallen. Zielschneiden. Ja. Wie heißt das Spiel? Zielschießen. Was für ein, ja, umfangreicher Name. Man darf auch wieder nicht runterfahren. Oh, die bewegt sich sogar. Wusste ich gar nicht. Übrigens, nicht auf die schießen, kommt nicht sehr gut an. Also ihr seht schon, kein Problem. Also das sollte man nun wirklich schaffen. Ja, ich weiß. Die eine noch. Und wer? Na endlich. Sogar mein Spiel mit dem Bogen First Strike geschafft. Lol. Ja. So schwer war es nun auch wieder nicht. Liebling! Er hat an drei Tagen hintereinander eine perfekte Trefferzahl erzielt. Das ist alles, was wir noch für ihn übrig haben, Liebling. Ja. Mein Herz, das sind das Herz der drei Teile. Haben wir bereits. Schnief. Ja, ich hab's hinter mir. Ich bin so glücklich. So. Jetzt frage ich mich aber schon mal. Einen Moment. So. Ja, ich sehe schon, wir haben noch Zeit. Jetzt gibt's bloß ein Problem. Ich wollte eigentlich mit den Bergen, also mit dem nächsten Story-Abteil, erst im nächsten Part anfangen. Was machen wir jetzt? Also auf jeden Fall mal Rubine einzahlen. Kann nicht schaden. So. Auf der Bank kann man auch wieder ein Herz bekommen, aber dazu muss man nämlich 5000 Rubine einzahlen. Aber das Herzteil werde ich mir erst sehr spät holen. Also keine Leistung. Und ich, das werde ich auch schneiden. So. Ja, 102 Rubine. Zahle ich jetzt ein. Ja, das ist eine Menge, ich weiß. Ach ja. Ich bin so glücklich und ich glaube, in Zukunft werde ich Majora's Mask auch öfter zocken. Nein, ich werde dabei nicht meine anderen Let's Plays vernachlässigen, auf keinen Fall. Aber ja, das Spiel macht einfach Bock. Ich kann es wirklich empfehlen. Also wer Ocarina mag, mag dieses Spiel ziemlich wahrscheinlich auch. Und ja, jetzt laufe ich hier blind links herum, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen will. Ja. Das ist echt ein Problem. Was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich habe alles, was ich haben will. Ja. Ich würde einfach mal sagen, ihr könnt mir jetzt noch dabei zuschauen, wie ich mich ein bisschen für die Berge rüste. Und dann würde ich einfach mal sagen, könnt ihr hier abschalten. Jetzt kommt nichts mehr Besonderes, außer zu sehen, wie ich halt Sachen sammle, Items. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also,
Ich sag schon mal für die Tschüss, die jetzt gleich abschalten werden. Ciao! Und für die, die da bleiben, für die sag ich bloß viel Spaß beim Zuschauen, wie ich Items sammle und die Zeit verlangsame. So. Ja. Dabei fällt mir ein, wie ich brauche 200 Rubine. Ja, ich brauche 200 Rubine. Weil... ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir das eigentlich mache. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn ich mal mit so 200 Rubinen in die Berge gehe. Ja, ich glaube, ich werde mit 200 Rubinen in die Berge gehen. Aber ich hole mir jetzt erstmal 100. Sammle dann noch irgendwas in Gras, außer von Unruh. Und dann, ja, werden wir schon sehen. Und, ja, ihr seht mal den Bug. Ah, so geil. Wenn Link durch die Treppe durchglitscht. Ah, das ist so episch, ne? So, ja, ich weiß. Ich habe ein Schwert, du Host. Ja. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt brauche ich bloß Gras. Gras! Wechselt zufällig Gras? Ja, da vorne wächst welches? Stirb. Zack. Oh, Bomben. Und Pfeile. Yay. Bomben brauchen wir vor allem. Was? Nur 15? Geizert. Na. Observatorium im Hintergrund. Hier noch ein bisschen was. So. Auch wieder nur Bomben. Ich brauche aber Pfeile. Hallo, ich brauche Pfeile. Pfeile? Pfeile! Juhu, Pfeile! Und's nicht. Na da. S20. Ist auch nicht toll. Oh, wie geil! Sound vom Spiel ist weg. Toll. Naja, dann verbringt ihr eben noch den Rest des Parts. Ohne Sound ist ja nicht so schlimm. Weil ich meine, ja, es passiert nichts mehr Besonderes. Gut, wäre da jetzt irgendwas Wichtiges dabei, würde ich natürlich schon das Problem beheben. Aber da jetzt sowieso nichts passiert, aber wirklich gar nichts, würde ich einfach mal sagen. Ja. Typ? Hallo! Und Busch. Haha. So geil. Oh, hat das sich wehgetan. Doch, ich nehme sie dir weg. Haha. So, und jetzt habe ich 172. Kann ich eigentlich noch ein paar sammeln? Was sagt die Zeit? Was? Die Zeit sagt, ich soll aufhören. Aber dann tue ich noch da unten ein bisschen Gras jäten. Sehr schön. Nein, will ich gar nicht. Ich brauche Geld. Ganz viel Geld. Sehr schön. Ja, jetzt wächst hier aber kein Gras mehr. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, denn dann geht's in die Berge. Dann erkunden wir nämlich dieses riesengroße Gebiet. Also, auf keinen Fall den nächsten Part verpassen, denn der wird wieder sehr storylastig. Bis dann und ciao.